Willkommen zurück im X4-Universum. Wir haben wieder Großes vor. Und zwar habe ich mittlerweile hier schon mal einiges an Xenostationen jetzt in dem Sektor Tagas Zusammenbruch weggeschafft, erledigt. Und ich habe jetzt hier mal meine Schiffe geparkt. Es ging da ein bisschen was kaputt, so ein, zwei Schiffchen, die habe ich auch wieder ersetzt von den Jägern. Ja, aber jetzt steht uns der härteste Brocken bevor, diese Verteidigungsstation. Die besitzt 140 Drohnen. Davon sind 100 Verteidigungsdrohnen. Und die besitzt hier einiges an Geschütztürmen. Schildgeneratoren dann auch noch. Für die Geschütztürme wahrscheinlich dann. Von der Zahl her käme das hin. Tjo, und außerdem hat sie natürlich auch noch dann ordentlich Schüler. Ja, und dann ist es eben so eine Frage, wie stürze ich mich da jetzt drauf? Wir werden jetzt mal einen Test machen. Die Station mit ihren großen Waffen kann sich da vielleicht schlecht wehren gegen kleine Schiffe. Und deswegen werde ich jetzt mal gucken, dass ich meine kleinen Jäger alle auf die Station hetze. Die werde ich jetzt erstmal separieren. Ich werde das mal trennen von den Zerstörern. Wollen wir das mal testen. Ich nehme da auch die kleineren mit, die Theseus und die Perseus. Weil die Verteidigungsdrohnen hat und da will ich mal hoffen, dass die gegen die Verteidigungsdrohnen ankommen. Und dass die Verteidigungsdrohnen abballern schon mal. Das wäre dann zum Beispiel eine Sache, die wäre zu überlegen. Und außerdem werde ich mich dann auch aus dem Sektor verdünnisieren. Weil dann eben, wenn der Spieler nicht im Sektor ist, das Ganze dann doch ein bisschen anders abläuft. Von der Berechnung her, der Kämpfe und so weiter. Und in Bezug auf die Berechnung des Schadens und so weiter, was die Schiffe dann machen. So, jetzt sind die alle ziemlich separiert und jetzt werden wir uns die mal greifen. Ja, da fliegen noch ein paar da hinten. Die sind noch nicht so ganz da. Dann warten wir mal noch einen Moment, dass ich die alle markieren kann. Ja komm, das kann doch auch mal etwas schneller gehen. Bitte benutzen Sie für Ihre Abfälle die dafür vorgesehenen Behältnisse. Vielen Dank. Nein, nicht so laut. Springen wir mal zum Manager. Leisten wir dem mal Gesellschaft, damit der keinen Unsinn macht. Außerdem hatte der eine schöne Aussicht. Die ändert sich allerdings. Ups, das letzte Mal, als ich hier in dem Raum war, und da haben wir hier auf ein Landedock rausgeschaut. Jetzt schauen wir schon wieder woanders hin. Der scheint dauernd seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Dem ist es sonst zu langweilig. Sitzt ja auch so da, so gelangweilt. Kein Wunder, nichts auf dem Schreibtisch, keine Papiere, nichts zu tun. Und dann muss er eben dauernd seinen Arbeitsplatz wechseln. Ja, und einen Haufen Geld kriegen hier.
Ja, so, dann schauen wir wieder mal. Haben die sich jetzt endlich sortiert da oben, wie ich das gerne hätte? Ach, sieh eine an, da kommt jetzt auch noch ein Dicke. Na, der passt mir jetzt überhaupt nicht in Kram. Der passt mir jetzt gar nicht in den Kram. Mal gucken, was ich gegen den nur mit Zerstören unternehmen kann. So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Aber naja, dann gehen wir mal nur mit den Zerstörern drauf. Auf das Dickschiff. Und meine kleinen, die lieben kleinen, die werde ich jetzt mal fangen wir es mal mit denen hier an. Weil die noch ein Stückchen weiter fliegen müssen. Die werden wir jetzt mal auf die Station hetzen. Und die machen hier Kreisen. Die machen hier Ringelreihen mit dem Zerstörer. So, na immerhin. Es geht voran hier mit seinem Schild. Geht nach unten. Da sind natürlich jetzt noch Pulsare etwas unschlau. Nein. Die sollten eigentlich auch dieser eine da, bitteschön doch dahin, wo ich ihn hinhaben will. Da soll der mal hin. Hier, du Penner. Und die da, genau dasselbe Spiel. Also entfernen Aufträge und angreifen. So. So, was macht denn die Station? Dann nehmen wir noch 100 Drohnen. Dann geht es jetzt langsam runter. Und hier habe ich natürlich schon die ersten Schiffe mit wenig Hülle. Mal gucken, wie sich das ausgeht. Der Dicke ist mittlerweile platt. Okay, was ist mit ihm hier? Was ist mit den Jungs hier? Das sind hier gleich mehrere. Die sollten natürlich hier auch mal etwas tun. Eine Drohne fehlt. Geschütztürme sind immer noch genauso viel da. Mal gucken, wie sich das anlässt jetzt. Auf, Jungs, macht euch los. Wir haben natürlich jetzt schon wieder Schiffe. Eieiei. Das sieht nicht so gut aus. Mal gucken, ob ich die schnell reparieren kann. Mir fehlen ja hier schon eine ganze Menge. Jede Menge verloren an der Station. Es macht jetzt keinen Sinn, die da dauernd zum Reparieren zu schicken. Das mal austesten, wie sich das ausgeht. Aber im Moment sieht das noch nicht so gut aus. Gar nicht gut.
Die Verteidigungsstation, die hat hier ganz schöne eine Drohne verloren. Hier müsste man jetzt sortieren können, nach Beschädigten und Unbeschädigten. Das wäre nicht schlecht. Das wäre gar nicht übel, wenn man da sortieren könnte. Ja, aber so muss man die alle anklicken. Will ich die mal schnell zur Reparatur schicken? Wieso kann ich jetzt hier nicht wählen, entferne alle Aufträge? Weil die vielleicht keine Aufträge haben. Kann ich die mal angreifen lassen noch? Ziehe ich die Schiffe jetzt mal nach. Leider sind die natürlich jetzt wieder ätzend lahm. Das ist dann nicht im Sinne, ach, es bewegt sich jetzt doch was. Sind sie schneller geworden? Jetzt sind sie natürlich wahrscheinlich alle hintereinander weg. Super schlau. Sollen sich jetzt mal richtig gut sortieren. Jetzt fliegen die alle in dieselbe Richtung. Die sind so schlau. So, dann entfernen wir die Aufträge und jagen die wieder gegen die Station. Mal gucken, ob das dann jetzt besser funktioniert. Was ist denn das für ein Strich jetzt hier? Ach, das sind die, die ich zum Reparieren geschickt habe. Jo. Hallo, ich grüße Sie. Ja, grüße mich. Prozent von der Station habe ich erledigt. Mit einigen Verlusten bisher. Hoffentlich hält der Rest lang genug durch. Vielleicht soll ich nochmal gucken, dass ich ein paar zum Reparieren schicken kann. Wie war denn das jetzt? Wie habe ich denn die jetzt eigentlich separat gesehen? Nur Schiffe anzeigen? Nee. Ich hatte die vorhin richtig schön separat gesehen. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Nee, das ist keine. Da ist eine, da ist eine. Die Pulsare sind natürlich recht teuer. Deswegen schnell mit denen zum Reparieren. Das ist jetzt ein Perseus. So. Mal gucken, ob wir das schaffen. Mit den Pulsaren. Sind die denn jetzt, die ich hier markiert habe?
Entferne alle Aufträge. Aufrüsten, reparieren. Nochmal das Ganze. Mensch. Immer dasselbe, wenn es schnell gehen soll. Das sieht schon mal ganz gut aus. Die fliegen jetzt dahin. Was macht die Station inzwischen? Sind meine Schiffe, meine Behemoth. Aha, hier geht es jetzt richtig zur Neige. Und noch habe ich hier. Wie sieht der aus? Der hat 100%, 100, 100, 100, 99. Gut, der hatte schon immer 99. Die haben alle noch so weit volle Kanne, Hülle und Schild. Das ist schön. Das ist fein. Das sieht gut aus. Noch 17% Hülle. Na, ich verliere da natürlich eine ganze Menge Schiffe. Kleine Jäger, aber naja, gut. Solange es kein Zerstörer ist, der richtig Schweinegeld kostet, lässt sich das dann noch akzeptieren. Da fliegt schon Zeug hier raus. Silizium und so weiter. Da fliegt hier schon das Zeug aus der Station. Die hat noch 20 Drohnen. Guten Tag. 7 Verteidigungsdrohnen nur noch. Ne? Wobei die Geschütze sind alle noch da. Die fetten Geschütze hat die alle noch. Allerdings, wenn die jetzt runtergeht auf 0, dann hat sich das mit den Geschützen auch erledigt. Das ist ein harter Brocken. Und da kommen jede Menge Energieverteilungseinheiten. Sollen die hier noch Energie beischaffen zur Station? Hier war das so nicht gedacht. Kriegt die Station schnell noch irgendwie was an Energie, ja, aber das ist jetzt nicht mehr nötig. Bei 1% Hülle ist das jetzt nicht mehr notwendig. 0. Puh, ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben es geschafft. Wir haben zwar kaum noch Jäger, sie sind fast alle weg. Da sind nicht mehr viele übrig. Von meinen Jägerchen. Allerdings hat sich das jetzt mit der Station erledigt. Zunächst mal. Ja, und da sieht man auch, der Sektor ist grau. Das heißt, er ist jetzt neutral. Und das bedeutet, ich kann jetzt hier anfangen aufzubauen. Will ich allerdings den Herrschaften hier noch gleich mal ihre netten, komischen Energieverteilungseinheiten entfernen. Oder Bergbauschiffe. Der ist ausgerechnet ganz oben. Wenn man Odysseus, der ist ja schnell. So, haut mir mal dieses Zeug da weg. Da schläft noch einer.
Der hat auch noch keine Beschäftigung. Die sind jetzt gerade vollkommen demoralisiert und wissen nicht, wie ihnen geschah. Da werden wir den Rest doch schnell auch noch wegschaffen, hoffentlich. So, aber reparaturbedürftige Burschis, die werde ich auf jeden Fall jetzt noch reparieren, bevor sie mir ganz verschwinden. Der da und der da und der da und der und jener da. Na komm, lass dich anklicken. Tja, da bin ich jetzt ganz schön gerupft hier. Mann, Mann, Mann. Puh, ganz schön gerupft worden. Entferne alle Aufträge und jetzt ganz flott zum Reparieren, Jungs. Reparieren ist immer noch besser als neu kaufen. Was tut sich da? Erledigen die diese komischen Schiffe endlich mal oder nicht? Ja, so ein paar sind draufgegangen von den Energieverteilungseinheiten. Die fliegen natürlich davon. Na gut. Da habe ich immer noch welche, die etwas beschädigt sind. Das ist nochmal ein Perseus. Das ist nochmal ein Perseus. Das ist noch nicht so gravierend. Eine ganze Menge, die doch noch mal abziehen müssen zum Reparieren. Okay, die. Wie wär's denn mal mit Entferne alle Aufträge? Ja, das wäre doch mal eine Maßnahme. Das sind jetzt eine ganze Menge Schraubenschlüssel. Jede Menge Schraubenschlüssel. Zack. Und, na komm, den zweiten auch noch. Zack. Puh, Mann, 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 Mann. Ja, so ein paar kann ich jetzt, denke ich mal, retten. Die eine Odysseus-Flotte, die ist noch so gut wie unberührt. Das ist auch interessant. Ja. Die sind noch alle 10 da. Da fehlt gar keine. Interessant. Allerdings in der einen Flotte, dass da gar keiner fehlt. Und in der ersten hier, da immerhin nur ein Pulsar. Ja. Allerdings die anderen. Ja, Jungs, habt ihr die bald mal erledigt? Ihr seid doch da jetzt vollkommen überlegen. Von den Waffen her und überhaupt. Von der Anzahl. Geplänkel hier. Eieiei. So, jetzt muss ich zusehen. Oh, verdammt. Ha, die haben meinen Bauplatz gekillt. Oh nein. Ah. Die haben meinen Bauplatz gekillt. Zusehen. Na gut. Ja, da kann ich nichts mehr tun. Allerdings könnte ich jetzt hergehen. Kann das irgendwie löschen? Weil das macht ja jetzt gar keinen Sinn mehr. Der Bauplatz wird hier nicht mehr angezeigt. Hier ist er noch da. Entfernen-Taste oder so, das geht auch nicht. Nee. Das ist mein Bauplatz da unten.
Den wollte ich jetzt nicht haben. Na komm. Na komm. Gut, schade. Den hätte ich eventuell gleich weiterbauen können. Allerdings. Jetzt bin ich wieder irgendwie im falschen Sektor. Neuer Bauplatz. Erstelle neuen Bauplatz. Wo bin ich denn hier? Hier sieht man überhaupt nichts. Hallo. Was ist das hier? Bauen ohne Genehmigung? Wie ohne Genehmigung? Hä? Wie? Bauen ohne Genehmigung? Was ist denn das jetzt? Von den lokalen Behörden? Hä? Jetzt bin ich aber völlig verwirrt. Jetzt bin ich aber total verwirrt. Das ist doch mein Gebühr. Werbebaugenehmigung 0 Credits. Ach so, das wäre in dem anderen Sektor. Und das ist natürlich, dann brauche ich von mir selbst eine Genehmigung. Ja, cool. Ich brauche von mir selbst eine Genehmigung. Brauche ich von mir selber eine Genehmigung? Das ist ja hochinteressant. Na gut. Lustig. Müsste ich mir selbst eine Genehmigung geben. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir das hier markiert. Genau, und jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich hier sagen, neuer Bauplatz. Kann den mal 5, 6 in jede Richtung machen. Da hier der Bauplatz nichts kostet, ist ja auch egal, wie groß der ist. So, und da erstelle ich einen neuen Bauplatz. Dann machen wir da eben einen neuen Bauplatz. Ja, da kann ich den nicht hinmachen, den für den alten. So, dann machen wir den hier hin. Okay. So, erstellt und weiter. So, und dann brauchen wir jetzt ein Admin-Zentrum. Ich hatte ja noch nichts gebaut, noch hatte mich das jetzt nichts gekostet, dieser Bauplatz, der kaputtgeschossen wurde. Von daher ist das jetzt nicht dramatisch. Ja, und da bauen wir dann gleich mal Waffen dran. Dann machen wir mal Waffen dran und dann machen wir ein Dock dran. Das einfach sollte mal reichen. Und noch ein Pier für große Schiffe. Hä? Ich möchte es gern drehen. Hallo? Wo ist denn das? Dann ist das Raumpier. Ja, gut, dann markiere ich es eben Hallo. Hier. Hallo? Ey, wie doof ist das jetzt? Sollte jetzt mal grün werden. Ja, so. Okay. Und den drehen wir wieder in Richtung Tor. So, und das Ding drehen wir auch. Und hier snappen's. Snappen wir das ein. Okay. Gleichen Konstruktionsschiff suchen. Da wären welche. Da Mammut. Hopp von den Hopsen.
So, und jetzt brauche ich allerdings auch Material und da geben wir jetzt Gas mit unseren Moduländerungen übernehmen. Wichtig. Da kommt schon wieder einer hier. Da muss ich jetzt mal ganz flugs eine Verteidigung aufbauen. Hi, so war das nicht geplant. Bevor das irgendwie wieder kaputt gemacht wird, wir gleich mal hier Guten Tag. unterbinden. Hallo. Ach, da lässt sich wieder, da lassen sich wieder die Befehle nicht wegnehmen. Die mal hier hinschicken. Die schicken wir mal dahin. Und den schicken wir mal dahin. Und der greift da immer noch vergebens den Burgis da an. Denen hier könnte man jetzt mal hier sagen, greife Ziele in Reichweite an. Ja, das ist dann okay. Ja, das ist ein guter Schutzbereich. So sieht das ganz gut aus. Dann markieren wir die gerade noch mal, entfernen alle Aufträge und dann hier greife Ziele in Reichweite an. So, dann wollen wir mal hoffen, dass die da jetzt mit den Jungs da kurz einen Prozess machen, die da jetzt noch ankommen wollen. So, und jetzt muss ich dafür sorgen, dass ich Baumaterialien bekomme. Da muss ich jetzt mal gucken. Das ist mein Eigentum. Das sollten meine Stationen sein. Untergeordnete. Zum Beispiel 2. Das ist natürlich blöd, dass man dieses kaputtgeschossene nicht löschen kann. So, hat hier einer was zu tun? Dieser Sonra hat nichts zu tun. Und dann werde ich den mal dahin schicken. Waren transferieren mit Baulager und da kriegt er erstmal ein paar Energiezellen, dann kriegt er Hüllenteile, Nanotronik. Ja, und damit ist er erstmal voll. Konstruktionsschiff ist schon da. Komm, nimm dich mal diesem armen Bergbauschiff an. Was hat er hier vor? Ach, das sind doch wieder Dämmlacken schon wieder da reingeflogen, um sich da wahrscheinlich abschießen zu lassen. Komm, flieg mal wieder zurück, Jungs. Da ist ein Raumdock von denen. Aha, Xenonstation. Da kann ich mir noch ein paar Schiffe kaufen.
Komm, das bringt jetzt nichts, Jungs. Lass die mal in Ruhe. Lass die doch einfach erstmal in Ruhe und flieg mal hier hin. Sollen ruhig hier von da oben in den Sektor kommen. Da werden sie dann gebührend empfangen. Da warten wir dann auf die und empfangen die schön. Und warum fliegt der hier jetzt nicht darunter, wo der den angreifen soll? Warum macht der das nicht? Was ist das jetzt hier? Mensch. Das soll doch mein Transportschiff den nicht angreifen. Ich habe das 50 Mal demarkiert. Also. Und jetzt? Und so das jetzt? Hier mache ich keine Faxen. Das ist ja schön, wenn er den abschießen will, aber ich habe da meine Bedenken. So, mit Erkunden geht er da gleich durch. Jetzt kommen da auch noch die kleinen Schiffe hinterher. Das hat denen keiner gesagt. Entferne alle Aufträge. Und jetzt hier bitte erkunden. Fliegt los. Ach, jetzt will er die erst wieder noch landen lassen. Das ist das, was ich meine mit diesem Schwachsinn. Sieht denn das aus bei der hier? 255 Drohnen, 155 Verteidigungsdrohnen, noch mehr Pulsgeschütze. Und angedockte Schiffe ist nur das eine. Ei, 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 ei. Da haben sie tatsächlich einen erwischt. Das wird auch wieder so ein harter Brocken. Fliegt doch mal da rein. Jetzt ist aber immer gut mit der Landerei da. Es ist doch echt nicht zu fassen. Hier ist man nur am Kämpfen mit diesen Hallo. Blöden Schiffen. Wenn ich landen möchte, dann land ich selber. Wer solche Skripte programmiert hat, der hat es noch nie wirklich gespielt, das Spiel. Das sind Dinge, die kein Mensch braucht. Ja. Da steht das Schiff dann einfach bewegungslos, ewig darum und die Dinge landen nicht. Ja. Mal gar nicht. Also dauert ewig und bis er sich dann in Bewegung setzt, das ist so absolut schwachsinnig. Wenn ich will, dass da eine landet, dann lande ich den dann manuell. Markiere ich die und lande. Und dann ist gut. Jetzt steht er die ganze Zeit drumherum. Ich hätte jetzt ganz andere Sachen zu tun, statt mich um diesen Mist zu kümmern. Ja, komm, dann ballert das Ding jetzt noch ab und dann ist jetzt mal gut. Nein, keine Fracht einsammeln. Jetzt mal fliegen. Losfliegen. Einfach nur fliegen. Ja, wenn ich in dem Sektor kämpfen will, dann mache ich das schon selbstständig.
Guten Tag. Ich grüße Sie. Schnarchendes Volk hier. Oh Mann. Kein Mensch will, dass da irgendein dämlicher Jäger landet. So, und jetzt hüpft er mal rein. Kein Mensch will das. Wie sieht's denn jetzt hier aus in der Bauplanung? Haben wir da schon was? Nö. Gar nichts. Wieso kommt da keiner? Wieso kommt da keiner? Was ist denn mit meinen zugewiesenen Schiffen für den Bau? Was macht der? Gar nichts. Das ist jetzt irgendwie total schlau. Also nochmal. Baulage. Man nehme. Nanotronik. Höhlenteile. Und etwas Energie. So. Und das hole man ab und man bringe das hier hin. Ware transferieren. Guten Tag. Medikamente? Hä? Der hat noch Medikamente an Bord? Ei. Und 5 Energiezellen. Naja gut, dann eben 5. Und das wird Blödsinn. So, das sollte er holen. Da hat er sich jetzt da irgendwie beim Einladen nur 5 gemerkt oder so. Ölteile, Nanotronik. Ja, und das soll er dahin liefern. Und das müsste doch jetzt in der Bauplanung auch stehen. Ja, das steht da auch jetzt drin. Das steht drin. Warum steht das mit dem anderen Schiff nicht drin? Mit dem anderen Sondra? Dem hatte ich das doch alles erzählt. Baulage und Innenteile ausführen. Also, dem habe ich noch nicht den Befehl gegeben, das dann noch auszuliefern. Das habe ich irgendwie vergessen. Eieieiei. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Das ist es. Das ist der Grund. Ja, jetzt sieht er schon anders aus. Okay, wir brauchen 1122, 1243 kommen da. Wir brauchen 4300 Hüllenteile, 41 kommen da. Da kommen noch ein paar Hüllenteile dann. Energiezellen kriegen wir 4000 und brauchen 2000. Also müssen wir noch ein paar Hüllenteile hinbringen. 200 Stück, 250 Stück. Gut, das sollte jetzt nicht das Problem sein. So, lieber Theseus, nimm dir mal die Waffenkammer und den Agi-Prozessor. Und Tuning-Software. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir diesen Sektor möglichst schnell mit einem Verteidigungszentrum, Verteidigungsstation ausrüsten, damit der auch grün wird. Ja, da müssen wir jetzt noch kämpfen. Warten wir es mal ab. Schauen wir mal.
Jetzt sind endlich mal ein paar Sachen hier angekommen und der Bau geht los. Jetzt haben wir erstmal zum Bauen ein bisschen was an Sachen, Hüllenteile, Energiezellen, Nanotronik. Und für die Verteidigungsplattformen brauche ich hier jetzt noch fortschrittliche Elektronik, Schildkomponenten und Feldspulen. Admin-Zentrum kann jetzt schon fertig gebaut werden. Ja, dann wäre ich soweit. Erstmal für heute lange genug bin ich jetzt erstmal am Ende und verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen und ich sage erstmal Tschüss.